Hey Leute, ich bin's Conny und heute erkläre ich euch, wie ihr am schnellsten Level farmt in Pet Simulator 99. Wie ihr seht, bin ich selbst Rang 8, ein Experte also. Das ist noch nicht das Höchste, was geht. Ihr seht, ich kann immer noch weiter leveln, aber ab Rang 8 wird's echt langsam und Rang 9 gibt es noch gar nicht. Dementsprechend sehen wir uns einfach mal auf einem neuen Account wieder. Wow, da sind wir auch schon auf einem frischen Account, mit dem ich noch nicht Pet Simulator gespielt habe. Alles, was ich bisher gemacht habe, ist die zwei Pets vom Start anzunehmen. Und ich habe mir natürlich ein bisschen was rüber getradet, wie ihr seht, damit es ein bisschen schneller für mich geht. Ich mache den Bearbeitungsmodus aus, das heißt, die besten Pets werden automatisch equipped und das ist praktisch ein neuer Account. Bei einem neuen Account kriegt man praktisch erstmal Tutorial-Missionen, weil natürlich, um einen Rank aufzusteigen, muss man die Missionen hier rechts machen. Und die erste Mission ist, breche 10 Münzen. Und um 10 Münzen zu brechen, kann man, hier steht schon, tap the coins, auf sie klicken, um sie abzubauen. Tap, 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 tap. Und dann kriegt man Coins oder man geht einfach in den Bereich rein und die Pets fangen automatisch an zu farmen. Man kann natürlich auch auf etwas raufklicken, um die Pets dorthin zu schicken. Und ich habe schon 10 Coins zerbrochen, Rank 1 abgeschlossen, ich kann beanspruchen, dann kriege ich die nächste Mission, die auch vorgeschrieben ist, und zwar Hatch 3x, und das machen wir einfach mal, 3x hatchen. Theoretisch lohnt es sich hier dann, wenn ihr nicht viel Geld habt, erstmal auf das günstige Eck zu gehen und das lieber zu hatchen, weil davon könnt ihr mehr hatchen, wenn ihr so eine Mission habt. Aber das Tutorial bringen wir mal schnell hier hinter uns, damit wir jetzt loslegen können mit den eigentlichen Missionen, die auch zufällig generiert sind. Und es fängt schon an. Earn 7500 Coins ist die erste Mission und Unlock an Area ist die zweite Mission. Und Unlock an Area wird ziemlich leicht mit diesen Pets hier. Ich muss eigentlich nur die Drops einsammeln, die mir hier gedroppt wurden. Dann habe ich schon genug für die nächste Area. Kann hier dann rechts auch Belohnungen einsammeln und das sollte man auf jeden Fall auch immer machen, wenn man kann. Und wir sind in der zweiten Area, in der man dann auch viel schneller farmen kann. Und jetzt kommt die Mission Earn 50 Diamonds. Und Earn 50 Diamonds ist eine interessante Mission, weil wenn ihr die Mission habt, dass ihr Diamonds farmen sollt, dann geht das theoretisch am schnellsten in der VIP-Area. Das Problem ist nur, die VIP-Area, die hat man nicht, wenn man kein VIP ist. Der VIP-Game Pass ist übrigens der einzige Game Pass, den ich jedem ausnahmslos empfehlen kann. Zumindest jetzt, gerade nach dem Release von Pet Simulator 99, kann ich jedem den VIP-Game Pass empfehlen, weil man hat Zugriff auf die VIP-Area, man stellt sich hier für eine Minute rein und hat die Mission easy abgeschlossen. Aber das hier ist ein neuer Account. Ich werde mir jetzt nicht für den neuen Account einen VIP Game Pass holen. Dementsprechend machen wir es ohne. Und das ist auch alles machbar. Es dauert halt nur ein bisschen länger. Wir sammeln hier diese blauen Lootbags natürlich ein, weil da sind Gems drin. 4 Gems verdient. Ich klicke auch schon mal da hinten auf die nächste Area, um sie frei zu kaufen. Das ist eine Sache, die ihr später nicht mehr machen solltet. Wenn ihr das Spiel schon durch habt, RIP. Aber wenn ihr das Spiel noch nicht durch habt, dann kauft euch keine neuen Areas, wenn ihr aufleveln wollt. Weil je weniger Areas ihr freigeschaltet habt, desto schneller geht das Level. In den ersten, sagen wir mal, 8 Areas ist es eigentlich egal. Aber nach der 8. Area wird es kritisch. So, jetzt wo wir hier in der 3. Area sind, können wir hier Free Diamonds claimen. Und zwar 300 Stück. Wenn wir hier 300 Diamonds claimen, zählt das jedoch nicht für die Mission. Es zählen halt wirklich nur Diamonds, die man verdient hat, indem man farmt. Und dafür muss man farmen, farmen, farmen. Das ist alles, was man machen muss. Und alles, was man machen kann. Ich habe übrigens genug Diamonds, um hier Magnet zu holen. Das mache ich auch. Das geht dann ein bisschen schneller mit dem Aufsammeln, weil man mehr Reichweite hat. Und Break 5 Diamond Breakables. Genau die zwei Missionen. Das sind eigentlich zwei supergeile Missionen. Oh, ich habe sie abgeschlossen. Geil. Das sind zwei supergeile Missionen, wenn ihr VIP habt. Weil wenn ihr VIP habt, bei den beiden Missionen geht ihr in die VIP-Area. Easy. Wenn ihr den VIP-Game Pass nicht habt, ist es leider schwierig, weil ihr müsst dann halt wirklich aktiv farmen. Ich schlage euch tatsächlich vor, was Diamond Breakables angeht, geht in eine Low-Area, in der ihr schnell abbauen könnt. Aktuell kann ich ja überall schnell abbauen, weil ich mir gute Pets gegeben habe. Aber dort, wo eure Pets wirklich so schnell abbauen wie hier. Und dann geht auf euer Inventar. Ich habe hier noch keine Gegenstände bei mir. Aber geht auf eure Gegenstände an der Seite und packt eine Diamond Flag rein. Dadurch werden mehr Diamond Piles gespawnt. Dadurch könnt ihr einerseits Diamond Breakables abbauen und andererseits könnt ihr damit Diamonds verdienen. Das ist die Möglichkeit, das schneller zu machen. Jetzt habe ich die Mission Schlüpfe 10x und anstatt die nächste Area freizukaufen, teleportiere ich mich direkt zurück zum Spawn. Flup. Und hatche auch die nächsten Eggs. Weil, wenn ihr schnell leveln wollt, dann solltet ihr wirklich nicht zu schnell in den Areas voranschreiten. Warum, werdet ihr gleich sehen. Natürlich wäre es ganz praktisch, wenn ich jetzt schon in Area 8 oder so wäre, damit ich mir mehr Hatches leisten kann. Aber wir machen das jetzt einmal ganz schnell. Und das wär's dann. So, jetzt muss ich immer noch Diamond Breakables breaken. Das dauert leider. Und schon wieder 50 Diamonds. Okay, das Spiel, das will halt wirklich, dass ich den VIP-Game Pass kaufe. Aber ich habe auf dem Account halt keine Robux drauf, deswegen kann ich das vergessen. Wie gesagt, in den ersten 8 Areas ist es eigentlich egal. Dementsprechend kaufe ich mir die nächste Area. Aber wenn ihr darüber hinaus seid, kauft euch keine neuen Areas, wenn ihr vorhabt, Ranks aufzusteigen. Tut es nicht. Glaubt mir einfach. Werdet einfach stärker in den Areas, in denen ihr schon seid.
Ich kaufe mir jetzt für 200 Diamanten mehr Diamanten, weil mehr Diamanten kann man sich immer gönnen. Und hier liegt schon wieder ein Diamond Loot Bag, das ist sehr gut. Damit earnen wir auf jeden Fall ein paar Diamonds. Aber Diamond Breakables kriege ich gerade noch nicht rein. Die spawnen nämlich sehr, sehr selten. In der VIP-Area hat man nur Diamond Breakables, dementsprechend ist die Mission dort geschenkt. Aber wenn man nicht VIP ist, ist es schade. Oh, nice, ich habe mein erstes Buch bekommen. Ein Enchant Criticals, gut, damit machen die Pets zu einer geringen Chance Critical Hits, die einfach schneller abbauen. Und das ist nice. Wir gehen einfach mal hier ein bisschen voran. Und dann haben wir hier die Classic Obby. Und wenn ihr leveln wollt, dann schlage ich euch vor, macht solche Missionen hier am Rand erstmal nicht. Bei der Classic Obby ist es, glaube ich, nicht so dramatisch. Weil ich hatte noch nie die Quest bekommen, dass ich die Classic Obby abschließen soll. Aber Sachen wie die Pyramide oder der Dschungel oder das Schlittenrennen, das sind Sachen, da kriegt man später ständig Missionen. Yo, schließt das einmal ab. Und das sind easy gemachte Missionen, die ihr natürlich nicht machen könnt, wenn hier eine Ablenkzeit drin ist. Ich gehe jetzt aber mal in die Obby rein und schließe sie ab, weil ich denke, bei der Obby ist es nicht der Fall. Ich weiß es nicht, aber ich hatte zumindest noch nie die Mission, dass ich die Obby abschließen soll. Deswegen schließe ich die einfach mal ab, weil inzwischen bin ich halt auch wirklich ein Profi hier drin geworden. Ihr werdet jetzt nicht mehr sehen, wie ich faile. Das war schon ein bisschen knapp, aber keine Sorge, ich bin wie gesagt ein Profi. Easy. Und jetzt habe ich es endlich mal auf Kamera, wie ich First Try hier durchgerannt bin. Endlich, nach all den Tagen. So, und dafür habe ich 250 Diamonds bekommen und es lohnt sich am Anfang immer, Diamonds zu farmen. Dementsprechend habe ich jetzt auch die Obby gemacht. So, ich kaufe jetzt noch die nächsten Areas frei, bis ich so weit bin, dass ich mir weitere Hedges holen kann. Amazing Deal ist eigentlich wirklich ein Amazing Deal für den Anfang, aber den hole ich mir jetzt nicht. So, hier Potions kaufen, wenn man es sich leisten kann, immer machen. Aber, wenn ihr leveln wollt, schlage ich euch vor, macht ihr das erstmal nicht. Denn, ihr könnt auch die Mission bekommen, sammle Potions oder sammle Enchants. Und wenn ihr diese Mission habt, dann könnt ihr natürlich immer zu diesen Automaten gehen und euch dort Potions und Enchants holen. Dementsprechend, wenn ihr gerade auf der Mission seid zu leveln, dann lasst die Automaten stehen. Move Faster brauche ich auf jeden Fall. Aber nicht mehr so lange, weil ich bin sowieso schon so weit. Guckt euch das an, was ich hier alles beanspruchen kann. Dass ich gleich das Hoverboard habe. Rank 1 ist so gut wie abgeschlossen. Ich muss nur noch 10x hatchen. Und 10x hole ich mir ziemlich easy vom Spawn, machen wir das einmal. Und dann haben wir mein Hoverboard schon mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Eggs ich mir leisten kann, deswegen gehe ich auf ein günstiges Egg. Weil die Pets, die ich da rausbekomme, sind mir egal, ich will ja nur hatchen. So, damit ist die Mission abgeschlossen und ich habe Rank 1 abgeschlossen. Und jetzt kann ich mir direkt die Belohnung holen. Und sobald man einen Rank abgeschlossen hat, sind alle Quests, die man angefangen hat, weg. Und man kriegt komplett neue Quests für seine neue Stufe. Und das sind Break 85 Saves, Break 70 Breakables in der besten Area und Break 50 Breakables. Break 50 Breakables ist eine sehr leichte Mission. Da geht ihr einfach am besten in die einfachste Area, die ihr kennt und breakt da so viele Breakables, wie ihr könnt. Weil hier geht es natürlich am schnellsten, wenn ihr einfach nur die Breakables-Quest habt. Geht nicht in eure beste Area, sondern geht in die Area, in der ihr sehr schnell Breakables abbauen könnt. Weil so kriegt ihr die Mission am schnellsten hinter euch und darum geht es. Wenn ihr schnell leveln wollt, müsst ihr die Mission schnell absolvieren. Macht nicht einfach nur irgendwelche Missionen, sondern macht die Mission, die ihr am schnellsten absolvieren könnt. Ich habe sie absolviert und kriegt dann direkt die nächste Mission jetzt hinterher. Und zwar Collect an Enchant. Und das ist doch perfekt, dass ich jetzt die Collect and Enchant Mission habe. Ich nutze mein Hoverboard, das ich eben freigeschaltet habe. Gehe dann einmal hier runter. Und in der nächsten Area müsste ich mir doch theoretisch erstmal Eggs, aber danach Enchants holen können, oder? Oh, ich kann es mir auch gar nicht leisten. Aber ist egal. Jetzt bin ich nämlich so weit, dass ich mir bei der Egg Machine hier Slots kaufen kann. Und das ist gut und wichtig, dass ich mir hier Slots hole. Ich break jetzt erstmal Breakables in der besten Area, weil hier sind auch noch Saves, die ich breaken kann. Deswegen klicke ich spezifisch auf die Saves. Weil wenn ich die Saves abbaue, spawnen auch neue Saves nach. Wenn keine Saves da sind, breake ich die Sachen, die schnell zu breaken sind als erstes. Weil ich natürlich schnell Breakables breaken möchte. Und dann Saves, Saves, Saves. Natürlich, wenn ihr nur die Mission habt, breakt Saves, dann geht ihr am besten in der Area, in der ihr schnell abbauen könnt. Also ein bisschen weiter zurück. Ich habe jetzt Pets, die gut genug sind, um in der besten Area für mich gut zu breaken. So, ich kaufe mir jetzt nochmal die nächste Area. Und das sind alle Areas, die ihr braucht. Weil hier haben wir jetzt Enchantments. Hier kann ich mir ein Enchant einfach so gönnen. Das heißt, klicken wir einfach mal rauf, damit wir genug Cash zusammenbekommen. Und dann gehen wir hier hin, kaufen uns ein Enchantment-Book und haben Treasure Hunter 1. Mission abgeschlossen. Jetzt breche ich noch 70 Breakables in der Best Area. Das ist immer eine Mission, die ist super anstrengend. Deswegen solltet ihr auch keine neuen Areas kaufen, weil je weiter ihr voranschreitet in den Areas, desto anstrengender werden diese Break so und so viel in der besten Area Quests. So, jetzt muss ich noch Saves breaken, also klicke ich auf die Saves, auf die Saves, auf die Saves.
hier auch auf den Safe rauf. Da hinten, hier sind keine Saves mehr übrig, okay. Ich muss immer noch 150 Diamonds earnen. Die muss ich leider nebenbei machen, weil ich kein VIP habe. Wenn ich VIP hätte, würde ich sofort zur VIP-Area gehen, weil das ist eine geschenkte Quest. Dementsprechend immer, wenn ihr earn 150 Diamonds oder Break Diamond Breakables habt, geht sofort in die VIP-Area, das ist geschenkt. Das ist einfach geschenkt, ihr kommt super schnell voran. So, hier haben wir wieder ein paar Saves, die ich breaken kann. Und ich hole mir keine neue Area, weil das hier ist alles, was ihr braucht. Das hier ist wirklich alles, was ihr braucht. Ihr kriegt, soweit ich weiß, keine Quests, die ihr nicht absolvieren könnt mit euren Areas. Das bedeutet, ihr könnt jetzt keine Quests für zum Beispiel die Pyramiden-Obby bekommen, wenn ihr die Pyramiden-Obby nicht freigeschaltet habt. Das denke ich zumindest. Ich weiß es nicht hundertprozentig, weil ich hatte den Fall noch nicht. Dementsprechend glaube ich, dass das so ist. Und das wollt ihr auch nicht, weil die Pyramiden-Quest, die dauert, oder die Pyramiden-Obby, die dauert einfach viel zu lange. Hab ich gar keinen Bock drauf. Oh, guck mal, hier ist so eine Kiste. Die lasse ich erstmal da stehen, weil irgendwann kann man die Mission bekommen, brich so und so viele Mini-Chests. Und Mini-Chests hat man, wenn man keine Game-Pässe hat und so, relativ selten. Wenn ihr aber die Mission habt, dass ihr Mini-Chests breaken sollt, dann solltet ihr natürlich auch wieder in eine Area gehen, in der ihr schnell Sachen abbauen könnt. Also ein bisschen zurückgehen. Oh, hier was einsammeln, immer gut. Ich gehe hier auch wieder zurück, brich die Saves, die ich finden kann. Hier auch Saves abbauen, Saves abbauen, Saves abbauen. Hier sind auch viele Saves. Es schadet nie, ein paar Areas zurückzugehen, weil man in den niedrigeren Areas einfach schneller abbauen kann. Und es geht ja nicht darum, viel Gold zu farmen, sondern es geht darum, Breakables zu breaken. Und ihr könnt sie schneller breaken, wenn eure Pets für die Area overpowered sind. Das sind meine gerade überall, aber wenn ihr soweit seid, habt ihr natürlich nicht so overpowerte Pets. Es sei denn, sie werden euch geschenkt und dann müsst ihr natürlich ein paar Areas zurückgehen. So, ich gehe jetzt aber wieder nach vorne. Hier kriegen wir auch den Tunnel, so ein kleiner Shortcut ist sehr geil. Und break dann noch ein paar Saves. Alles, was man halt so breaken kann, break ich jetzt. Und ich habe die Mission Break 125 Breakables, sehe ich gerade. Und da geht man, wie gesagt, immer in eine Area zurück, in der man schnell breaken kann. Wie gesagt, meine Pets sind gut genug, dass ich auch hier schnell breaken kann. Aber wenn ihr nicht schnell breakt, wenn eure Pets lange an so einem Breakable abbauen, geht ein paar Areas zurück. Dann habt ihr die Mission schnell abgeschlossen und es geht darum, schnell abzuschließen. Und ich habe es jetzt schnell abgeschlossen. Perfekt. Und wir kriegen die nächste Mission und die lautet... Use 3 Tier 1 Zaubertränke. Und dafür brauche ich mehr Tier 1 Zaubertränke, weil ich habe in meinem Inventar... Doch, ich habe 3. Dann mache ich Coins Potion, Damage Potion, Walk Speed Potion. 3 aktiviert. Und weiter geht's direkt mit der nächsten Mission. Immer schnell abschließen, was man schnell abschließen kann. Break 125 Breakables. Perfekt, dann machen wir das wieder. Ich break hier ein paar Breakables. Ich weiß, dass hier Safe spawnen können. Dementsprechend habe ich das Safe-Ding dann auch noch nebenbei in der Tasche. Da hinten ist wieder ein Safe, den baue ich natürlich ab. So, und dann bauen wir weiter ab. Alles, was wir abbauen können. Hier ist ein Diamond Breakable. Perfekt. Die spawnen nämlich natürlich auch nur, wenn ihr andere Sachen abbaut, zwischendurch mal. Dementsprechend immer schön aktiv farmen, dann kommen auch die Diamond Breakables irgendwann mal. Und jetzt habe ich Break 40 Breakables in der Best Area und weil ich Breakables breaken muss, Saves breaken muss, es Saves hier gibt und ich in der besten Area breaken muss, gehe ich natürlich in die beste Area wieder rein und breake hier. Das ist eine Mission, die man schnell hinter sich bringen will, dementsprechend schlage ich auch vor, die hat höhere Priorität, wenn ihr es euch erlauben könnt und ihr keine andere Mission habt, die ihr schneller abschließen könnt. Es geht immer darum, welche Mission könnt ihr am schnellsten abschließen. Wie viele Sterne sie bringen, ist eigentlich ziemlich egal. Natürlich bringen die unteren Quests mehr Sterne, aber meistens braucht ihr für die unteren Quests auch länger. Dementsprechend ist egal. Oh, ich habe die Chest aus Versehen abgebaut. Na gut, dafür kriegt man immer ein paar Belohnungen. So, rennen wir dann safe. Perfekt. Und die Breakables haben wir jetzt auch. Und ich muss jetzt wieder 5 Diamond Breakables abbauen. Und ich muss 100 Münzen brechen. Das heißt, ich klicke hier auf die kleinen Münzen. Ihr könnt theoretisch natürlich auch in Areas gehen, in denen es nur Münzen gibt. Das wäre zum Beispiel die erste Area. Hier gibt es, wupp, das ist die erste Area, nur Münzen. Und da können eure Pets dann komplett wild gehen. Wenn ihr Autofarm habt, dann könnt ihr natürlich jetzt hier auf Autofarm raufgehen, eure Pets hier abbauen lassen, während ihr was anderes macht. Aber ich habe das nicht, ich spiele das Free-to-Play. Und ich habe mir mal 2 Pet-Equip-Slots gegönnt. Einfach, damit ich jetzt ein paar mehr Pets habe, die schneller abbauen können. Weil je mehr Pets ihr habt, desto schneller können eure Pets natürlich auch für euch farmen. Und ihr seht, es scheint zu funktionieren, ne? So, die letzten Münzen, die kriege ich sowieso rein. Dementsprechend gehe ich wieder hier in die Area, in der ich auch Saves breaken kann. Und gehe dann auch auf die Saves. Die Münzen kommen nebenbei rein. Münzen habe ich abgeschlossen. Bei den Saves komme ich näher. Und ich habe wieder ein Diamond Breakable hier. Perfekt, das bauen wir auch noch ab. Und ich habe jetzt die Quest Unlock an Area. Und genau deswegen solltet ihr niemals Areas unlocken, selbst wenn ihr es könnt. Weil jetzt kann ich mir sofort diese Area schnappen. Bap, Quest abgeschlossen, Stern bekommen. Und es geht weiter. So, Break 125 Breakables geht natürlich besser in den Low-Bob-Areas, deswegen gehen wir auch in eine dieser Areas.
brechen hier ein bisschen was. Wobei, da ist ein Safe, den muss ich natürlich mitnehmen. Den muss ich auch mitnehmen. Und hier sind auch Safes. Weil ich schnell abbauen kann, mache ich es auch hier. Wenn ihr nicht so schnell abbauen könnt in den neuen Areas, dann macht es am besten nicht. Aber bei mir geht es halt schnell. Hier auch wieder ein Diamond Pile. Perfekt. Und nochmal ein Safe. Und noch ein Diamond Breakable. Damit haben wir endlich die Diamond Breakable Quest abgeschlossen, die man als VIP natürlich sofort hinter sich hat. Bei den Safes kommen wir auch langsam drauf zu. Und jetzt steht da wieder Collect an Enchant. Und deswegen haben wir eben nicht alle Enchants geholt, sondern nur eins. Bap. Direkt das nächste Enchant geholt vom Automaten. Und weiter geht's. Let's go. Use a Fruit. Dann gehen wir aufs Inventar. Dann auf Gegenstände. Gegenstände. Und wir gönnen uns einfach mal einen Apfel. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Strength in unseren Pets drin. Ich brauche sie jetzt nicht, aber ihr könnt sie wahrscheinlich gebrauchen. Und jetzt müssen wir wieder 40 Breakables in der Best Area breaken. Ich bin schon in der Best Area, also machen wir das. Hier gehen wir auch mal auf Diamanten. Lohnt sich immer. Ah, kann ich mir noch gar nicht leisten. Na gut. So, Quest complete. Und ich bin aufgestiegen. Perfekt, jetzt kann ich mir alles beanspruchen, was ich hier habe. Ich habe vergessen, vorhin Sachen zu beanspruchen. Es kommt schon mal vor. Und damit bin ich dann schon Rang 3, bekomme meine Rangbelohnungen und bekomme komplett neue Quests. Und zwar 200 Breakables, 175 Breakables in der Best Area und 5 Potions. Dementsprechend gehen wir jetzt einmal schnell die Potions holen. Sehr, sehr gut, dass wir die Potions Quest haben. Wir gehen zu dem Automaten, kaufen ihn leer. Da kann man meistens so 3 bis 4 Potions rausholen. Das sind nicht die 5, die ich brauche. Doch, ich habe sogar 5 bekommen. Perfekt. Quest complete. Fertig. Weil wenn der Automat leer ist, wird er irgendwann refilled und dann können wir uns dann neu gönnen. Abgesehen davon kriegt man manchmal auch Potions einfach, indem man einfach abbaut. Da kommen manchmal Loot Drops raus. Das ist schon cool. Wenn man so eine Mini-Chest hier abbaut, dann kommen da auch manchmal Potions raus oder Verzauberungen. Ihr seht, ich habe 2 Potions und eine Magnet Flag bekommen. Ist super geil. Das Coin Jar hier mache ich natürlich auch voll, weil man damit schon ein bisschen schneller farmt. Diamanten kann ich mir jetzt endlich gönnen. Aber ich kaufe mir die nächste Area noch nicht, weil es kann ja sein, dass ich die Quest bekomme, dass ich mir eine neue Area kaufen soll. Und genau das ist der Grind, dem man nachgehen muss, um so schnell wie möglich zu farmen. Ihr seht, ich bin jetzt einfach in Area 10 und bin schon Stufe 3. Und wenn ihr so weiter grindet, könnt ihr locker Stufe 6 erreichen, bevor ihr Area 20 habt. Easy. Je weiter ihr schon vorangeschritten seid, desto schwerer wird das Leveln, weil das Spiel euch auch schwerere Quests geben kann. Aber wenn ihr noch nicht so viele Areas freischaltet, geht es einfach leichter. Dementsprechend lohnt sich das mega, einfach nicht so weit voranzuschreiten in dem Spiel, wenn ihr gut aufleveln wollt. Ich habe das auf meinem Hauptaccount nicht gemacht. Ich gebe zu, ich habe bei mir die Quests einfach liegen lassen und einfach nur das Spiel durchgespielt. Und das wurde mir auch zum Verhängnis. Felix hat sich auf die Quest konzentriert, war super schnell Max Rank. Und ich? Naja, ich lag dann hinten. Das ist der bessere Weg, das Spiel schnell durchzuspielen, indem man mehr auf die Quest geht und die Quest zuerst abschließt, die man am schnellsten abschließen kann. Ich mache jetzt noch das Coin Jar voll und diese Breakables-Quest hier sowieso. Collect 5 Enchants mache ich sofort. Sofort. Hier 3 kaufen, sold out. Quest complete. Und ich muss 4 Früchte usen, machen wir auch. Das sind halt geschenkte Quests, deswegen mache ich die. 1, 2, 3, 4, bam. Fertig. Collect 5 Potions. Kann ich gerade nicht, weil der Automat dahin ist ausverkauft, aber der Automat, der wird bald wieder voll. Abgesehen davon liegen ja hier Lootbags rum. Wenn ich das Coin Jar voll habe, kommt da vielleicht nochmal ein Trank raus. Einfach abbauen, dann kommt das von alleine. Wir können uns ja auch Belohnungen holen, aber das, was wir von den Belohnungen bekommen, das zählt natürlich nicht rein in die Collect Quests. Aber es kann uns natürlich immer helfen. Wenn ihr dann später Probleme damit habt, hier schnell abzubauen, dann müsst ihr natürlich in euren Areas auf Abbauen spezialisieren. Ihr gebt euren Pets so ein Toy-Bauen, damit sie schneller abbauen. Ihr haut eine Hasty Flag raus, hier eine Hasty Flag raus, damit sie schneller abbauen können. Wenn ihr Autofarm habt, dann könnt ihr auch eine Magnet Flag hinbauen, die Pets irgendwo Autofarmen lassen, während ihr zum Beispiel hatcht, weil ihr die Hatch-Quest habt. Ihr müsst einfach mit euren Items gut haushalten und denkt immer daran, dass es sich immer lohnt, Items zu benutzen, statt sie liegen zu lassen. Wenn ihr farmt und keine Items aktiv habt, dann ist das einfach verschwendete Zeit. Weil die Items, die boosten euch in jeglicher Hinsicht. Dementsprechend nehmt die Items, nutzt alle Items, die ihr habt, solange sie ihr haben könnt. Ihr kriegt sowieso neue Items. Seid nicht knausrig. Natürlich gibt es ein paar seltene Items, die ihr nicht unbedingt so sehr rausschmeißen solltet. Aber keine Ahnung, diese Flags, benutzt sie einfach. Benutzt sie einfach. Benutzt die Früchte. Es lohnt sich. Und natürlich geht auf eure Enchantments und guckt, welche Enchantments euch helfen können. Coins kann euch helfen, zum schneller nach oben grinden. Aber was wir eigentlich eher brauchen, sind Criticals. Was ich eher brauche, ist Strong Pets, damit die Pets schneller abbauen. Oder wenn ihr die Diamonds-Quest habt, dann geht ihr auf Diamonds 1.
und haut euch das rein, dann kriegt ihr ein bisschen mehr Diamonds und ich muss wieder eine Area unlocken, also unlocke ich die nächste Area und ich muss 3 Enchants collecten, steht da wieder, also gehen wir mal hier hin. Kann ich leider noch nicht machen, okay. Ist der Automat da hinten wurde refilled, perfekt, Automat wurde refilled, also gehen wir hin, gönnen uns, ah nee, da war noch ein Trank drin. Na gut, schade. Wurde noch nicht refilled. Und wenn ihr schon viel zu weit fortgeschritten seid und einfach nicht schnell abbauen könnt, gibt es natürlich noch eine weitere Sache, die ihr vielleicht machen könnt, und zwar rebirthen. Wenn ihr die Möglichkeit habt zu rebirthen, dann rebirtht und dann könnt ihr einfach die neuen Areas nicht freischalten und habt wieder Low-Bob-Areas, in denen ihr schnell farmen könnt. Und ich gehe dann natürlich wieder in meine Best-Area und farme hier, so gut ich kann. Alles, was ich kann. Ich habe jetzt auch das Minenfeld und wenn ihr collecten sollt, dann zählt es, glaube ich, tatsächlich auch, wenn ihr hier diese Sachen macht. Deswegen laufe ich hier einfach mal durch und gucke, was draus wird. Bam, das war ein Fehler. Hoffentlich ist das keiner. Ach, komm schon. Aber hier, komm. Dankeschön. Und jetzt rennen wir einfach durch. Sehr gut. Ah, ich habe sowieso nur eine Frucht bekommen, also finden wir es nicht mehr heraus. Probiert es aber einmal aus und guckt, ob es was bringt. Ich glaube, es bringt was. Aber es könnte auch sein, dass es nichts bringt und ich das einfach falsch in Erinnerung habe. Das weiß man ja nie. So, das bringt natürlich nichts, wenn ich hier Sachen beanspruche. Aber immer beanspruchen hat man Zeugs. Nutzt man Zeugs. Lohnt sich. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wir beachten müssen, wenn ihr schnell farmen wollt in diesem Spiel. Ich wechsle nochmal zurück zu meinem Hauptaccount. Wow, okay. Bei mir geht es jetzt sehr viel mehr ab auf diesem Account. Vor allem auch in dieser Area. Und ihr seht, ich bin mit Rang 8 natürlich ein bisschen schlechter dran, weil meine Missionen sind sowas wie Break 1500 Breakables in der Best Area. Und leider ist das hier nicht meine Best Area, weil sonst hätte ich die Quest super schnell abgeschlossen. Meine Best Area ist leider Area 50 und in Area 50 kann ich leider nicht so schnell abbauen. Dementsprechend geht das Leveln hier nicht so schnell voran. Aber ich will auch gar nicht mehr leveln, weil ich bin jetzt schon der Max-Rank, den man erreichen kann. Die paar Kleinigkeiten, die ich jetzt noch vor mir habe, die kriege ich sowieso AFK in den nächsten Tagen hin, bis die nächsten Ranks draußen sind. Deswegen grinde ich da gar nicht mehr rein. An sich ist das aber alles, was ihr beachten müsst, um schnell zu leveln. Macht die Mission, die ihr am schnellsten abschließen könnt, als erstes, weil dann kriegt ihr neue Missionen und vielleicht ist das dann auch wieder eine einfache Mission. Ich sollte natürlich so schnell wie möglich das Schlittenrennen jetzt abschließen. Münzengläser kann man natürlich auch schnell abschließen, indem man einfach in eine Low-Bob-Area geht. Flum, bap. Und dann hier schnell ein Münzglas platziert. Oh, das war jetzt ein Giant Coin Jar. Das war ein Fehler, weil das braucht sehr viel länger, um abzubauen. Aber ist egal. Das machen wir jetzt trotzdem voll. Und genau dasselbe ist auch mit Kometen und allen anderen Missionen, die man bekommt. Geht in Low-Bob-Areas, in denen ihr schnell abbauen könnt und macht da die Sachen schneller voll. Dann ist die Mission schneller abgeschlossen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann stellt sie mir gerne in die Kommentare. Das war's aber erstmal mit dem Video. Schaut euch auch gerne das Video an, das euch hier jetzt eingeblendet wird. Bis dann und ciao!